So. Du baust mir zu viel Silber und zu wenig Tungsten ab. Kannst du das vielleicht gar nicht? Doch, kannst du. Sehr gut. Wie gesagt, ich denke, das ist. Da stand auch wirklich Tungsten bei, ne? Ja, das ist Tungstenerz. Rutil hatten wir, glaube ich, nördlich der Basis. Aber ich gucke nochmal ganz kurz hier im Westen. Ist ja noch einigermaßen Neuland. Ob hier vielleicht irgendwo was rumliegt. Da ist Bauxit, das bräuchten wir für Alu. Da haben wir noch ein bisschen was hier, aber ich würde das da gerne auch hier hinten noch abbauen. So. Da. Bitteschön. Und die Gottmodule sind echt so krank. Also nicht nur, dass wir jetzt mit hundertfacher Geschwindigkeit gefühlt zumindest die Sachen abbauen. Wir verbrauchen auch noch keinen Strom dabei und das ganze Feld ist dreimal so ergiebig. Das ist, ah, da ist Rutil. Sehr schön. Da. Und wir haben noch nicht mal die höchsten Mining Drills erforscht, ne? Ist ein gutes Stichwort. Mach mal Large Area Mine. Okay, es geht um bis 5. Go. So, und dann kommt hier ein Mining Drill hin mit Gottmodulen und dann sind wir damit auch fertig. Dann haben wir auch kein Titanproblem mehr. Du. Ah, es geht schnell, richtig. Oh, gibt es noch die stinknormalen Ditec MK6 Drills? Ja, Mining Area 99x99. Sehr schön, das ist noch ein neues Spielzeug, auf das wir hinarbeiten müssten. Problem ist nur, dass die Ditec-Sachen irre viele Subkomponenten brauchen. Was wir in der letzten Staffel feststellen durften. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das wollen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf die höchsten Fabriken. Wenn krank, dann richtig. So, du da. Go. Also, wir wollten eigentlich letzte Folge Yuki machen. Ich hatte mich ablenken lassen durch den Killerzug des Todes, den ich hin und her fahren lassen wollte. Dann hatten wir angefangen, die Schienen zu automatisieren. Das habe ich jetzt auch. Ich habe einen Blueprint. Der nächste Schritt war, bessere Roboports, damit die Abdeckung stimmt. Und dann noch die Haltestellen zu machen. Das heißt, ich sollte... Warum hat die Forschung jetzt nicht gemacht? Ah, weil er noch ganz viel anderen Kram braucht. Das ist Kram, der in 2 Sekunden fertig ist, wenn ich... Ja. Kann ich nicht mal einen ruhigen Satz anfangen, ohne gleich unterbrochen zu werden. Also warte ich jetzt einfach stur 5 Sekunden. Was habe ich gesagt? Dich. Das dauert einen Ticken länger, aber ist okay. Also nächster Schritt sind die Roboports. Das heißt, ich muss jetzt vorbereiten, dass wir die Roboports bauen können. Da fehlte eben ja noch an Titanplatten was, aber die kommen jetzt gerade rein. Ich kümmere mich jetzt also darum, dass die Titanplatten schneller reinkommen. Und zwar indem ich hier die Gottmodule durch 3er ersetze und einen 2er Electrolyzer dahin baue, wofür ich Plastik brauche. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Du, da. Kann ich mehr Logistik-Slots erforschen? Muss ich gleich mal gucken. Das wäre noch eine wirklich sinnvolle Sache, weil hier bin ich immer hin und her knobeln, was ich gerade brauche. Es gibt einfach viel zu viele Ressourcen jetzt in dem Shadow Mod Pack. Das geht so nicht. Also Electrolyzer 2. Ich hätte gerne... Mach das auch mal. Ich hätte gerne ein Electrolyzer 2. Am besten gleich mehrere davon. Das war zwar nicht der Electrolyzer, aber... Pumpe. Das sind nur Pumpen. Advanced Security. Ach, mach einfach. So. Du bist gleich durch. Hier unten sind noch Produktivitätsdinger drin. Ersetz die mal durch Gott. Die auch. Was fehlt hier? Calciumchlorid fehlt hier. Nö, fehlt nicht. Es ist alles voll. Okay, mach mal mehr. Mehr ist gut. Und so. Da hast du mehr Slots? Ja, du hast mehr Slots. Go, 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 go. Ganz viel Titan. Sehr schön. Hier ist alles gut. Da ist alles gut. Alles voll und gut.
Schön. Kann ich denn jetzt bitte meine Roboports bauen? Darum ging es mir bei der ganzen Geschichte hier. Und zwar... Welche Roboports sind das jetzt? Die da. Dafür brauche ich... Was ist das da unten rechts für eine weiße Platte, wofür wir 5 Stück brauchen? Aluminium? Ich hätte gerne Aluminium. Glaube ich. Haben wir ein System richtig. Okay. Das werden jetzt noch viel mehr Sachen werden. Aber wir bauen jetzt erstmal ein paar 2er-Roboports, um dann 3er-Roboports zu bauen, um dann das nächste zu bauen und so weiter. Hierfür brauchen wir Rubber und andere silbrig aussehende Barren, die ich sogleich anfordern werde. Silbrig aussehende Barren könnten zum Beispiel Nickel sein. Die haben wir noch nicht im Inventar. Und... ist was anderes? Rubber. Gib mir Rubber. Ein Stück. Achso, nebenbei können wir schon mal ein paar von den... Oh. Von den Ärmchen ersetzen, richtig. Bessere Schmelzöfen haben wir noch nicht und brauchen wir auch nicht wirklich. Haben wir zwischen genug lila Ärmchen im System, ist die Frage. Aber anscheinend schon. Sehr gut. Nicht, dass irgendeiner von hier überhaupt noch arbeiten muss. Aber falls wir irgendwann eine Krise haben, wo wir jetzt auf einen Schlag 20.000 Stahl verbrauchen, dann könnte das hilfreich sein. Roboports sind in der Mache. Gut, die nächsten Roboports sind auch in der Mache. Hat ebenfalls zigtausend Subkomponenten und die Dinger hier können wir noch gar nicht herstellen, weil wir noch kein Nitinol automatisiert haben und auch noch keine blauen Chips. Das ist der letzte Schritt in Richtung Ultra-Hightech. Die blauen Chips. Ich meine das Nitinol. Die blauen Chips haben wir ja schon. Das verdränge ich irgendwie immer. Zumal ich sie auch gar nicht angefordert habe, ne? Nö. Gib mir bitte auch mal auf Tasche ein paar blaue Chips. Gut. So, Lok haben wir auch, das haben wir auch. Da ist ein MK1-Port. Das dauert alles so lange. Aber jetzt Roboports zu automatisieren, ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, finde ich auch. Ich hätte mich gewundert, ob schon genug Ärmchen da sind. Das ist echt krank, wie schnell das jetzt alles geht. Was haben wir noch? Wir könnten arbeiten an God4-Modulen. Wobei ich da nicht so wirklich Sinn drin sehe. Nö. Ich setze jetzt, sobald die ersten Roboports da sind, den hier in die Ecke. Und hoffe dann das Beste. Du bist ein 2er. Gut, setz dich mal einfach hier hin. Ist jetzt ein bisschen unsicher, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er zerstört wird. Du brauchst allerdings noch Strom. So. Jetzt können wir nämlich das hier oben weiterbauen. So, das Ding müsste mal zerstört werden. Bau bitte ein. Oh oh. Die Kiste. Und ja, ich weiß, hier ist keine Abdeckung, aber tu es einfach trotzdem rein, das ganze Zeug. So. Ach Gott. Cargo Wagon. Komische Pipes und. So. Dich wollte ich haben. Mach den da weg. Gut. Dann mach hier die Kurve. Sind wir auf der richtigen Höhe? Wir sind auch ein bisschen nah dran an der Basis, ne? Das da muss übrigens auch alles weg. So. Blub. Das sollte okay sein. Vielleicht ein bisschen zu weit weg von der Basis, aber Reichweite sollte später kein Problem mehr sein. Ich muss dran denken, hier die Verbindungsstücke noch zu setzen. Nicht zu groß, nein. Jo, der Zug wird zerstört. Oder zerstört der Zug? Der Zug zerstört, okay. Das ist okay. Das ist legitim. Hast du überhaupt noch Roboter drin, kleiner Zug? Nein. Hier. Mach Dinge tot. So, du. Okay, wir brauchen erst dich.
könnte eventuell nicht reichen. Wo ist mein... Da. Von wo kommst du da? Ja, nee, das muss ganz weg. Das tut mir leid. Gib mir... mehr Lenfel. Lenfel? Lenfel. Du. Und du. Jetzt? 303 Lenfel. Gib mir mehr Lenfel. Nicht 4000. So. Gib mir so viel Lenfel. Ja, das reicht. Gut. Schwupp. Alles weg. Gut. Du da. Und das geht jetzt runter. Es muss theoretisch nicht mal ganz bis nach unten. Weil hier ist ja schon das Meer in Anführungszeichen. Obwohl wir da schon Land sehen können. Hier reicht es schon, wenn der Zug hier hält. Das heißt, wir würden hier jetzt eine Station hinbauen, wo er hält und wo er dann auch gleich wieder wegfährt. Und den können wir hier beladen mit neuen Robotern, weil die werden ja auch hier irgendwo hingestellt. Das wäre dann sogar eine recht kurze Reichweite. Das heißt, wir bräuchten jetzt nur einen Zugstopp. Trainstop, richtig. Und zwar auf der rechten Seite, weil der Zug ja von oben kommt. Du heißt jetzt Haupt Ost. Go. Trainstop Haupt Ost. Okay. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Und dann müssen wir nur noch die Lok setzen. Achso, und die Befüllstation müssten wir auch noch bauen. Auch mit Treibstoff, was ich ganz vergessen habe. Aber wir haben ja noch diese super Treibstoffblöcke, die wir früher benutzt haben oder auch immer noch nutzen, um die anderen Kraftwerke zu befeuern. Ja, auch hier müssen wir nicht ganz bis zum Ende gehen. Zumal wir hier auch keine Abdeckung haben. Das heißt, hier muss ich auch gleich noch einen Roboport setzen. Ja, wir sollten... wir sollten den Zug vielleicht erstmal in diese Richtung hier fahren lassen und die Basis zerstören, bevor wir hier ein Dingens aufbauen. Ha? Und hier sind echt viele Leichen. Mach die mal einer weg. So. Und hier müssen wir irgendwo einen Roboport hinsetzen. MK3, ja. So, zack. Kein Strom, ja. So, jetzt sollten wir Abdeckung haben und auch die Schienen hier oben müssten gleich gebaut werden. Dann hätten wir gerne noch einen Zug halt. Den Zug halt bauen wir hierhin auf die rechte Seite der zukünftigen Schienen. Ich muss die Schiene kurz vorhanden setzen, sonst kann ich das da nicht hin. Was? Oh Gott, sieht das hässlich aus. Ich dachte, man konnte das überschreiben, aber anscheinend nicht. So, du hältst da und du bist jetzt Hauptwest. Gut. Und jetzt lassen wir den Zug, also erst müssen wir die beiden Loks ransetzen, die MK2-Loks. Dann lassen wir den Zug erstmal nach Hauptwest fahren, damit er in Hauptwest alles tötet, was da ist. Und nicht sich da oben austobt, weil das da oben ist recht sinnlos. Plupp. Und flupp. Und du hast gar keinen Treibstoff. Nimmst du erstmal das da. Und du fährst jetzt bitte nach Hauptwest. No path. Was? Ist jetzt irgendwo wieder ein verdammter Baum im Weg, oder was? Achso, jetzt werde ich gleich von hinten von dem Zug überfahren. Das wäre nicht so schön. Also entweder ist irgendwo ein Baum im Weg oder ein Gleis wurde nicht gesetzt, weil die Roboter nicht rankommen. Ja, Roboter kommen nicht ran. Okay. Zack. So, jetzt sollte ich hier halten. Oh, mal spaßeshalber. Da ein Roboport hin. Ein kleines Stromnetz. Ist jetzt alles sehr wackelig, sieht nicht schön aus und tut mir fast schon weh, das aufzubauen. Aber ich will erstmal nur, dass es funktioniert.
Warum hast du keinen Strom? Seid doch alle miteinander verbunden, oder? Ah, hier nicht. So. Habe ich zufällig eine Lampe dabei? Es ist nämlich schweinedunkel hier. Kann ich auf die Schnelle Licht machen? Mit Uraltlampen. Ha! Richtig retro. Gut. Wow. Tada! Licht. Das macht sogar keine Bugs, wenn man rein und raus scrollt. Das ist sehr schön. So, und jetzt kann ich hier nämlich Kiste hinpacken. Bitte fordere hier was an und da was an. Und zwar jeweils die super duper Fuel Blocks. Wobei, es gab, glaube ich, noch höhere, aber für meine Verhältnisse sind die schon recht gut. Das waren die da. 250 Stück. Die kommen da rein. Da rein. Ach, ihr braucht Strom auch noch. Ja, mal kommen. Ich hatte mir kurz überlegt, dass ich jetzt eine Solarzelle hinbaue, einen Akku, beides in MK schieße. Hallo? Sind hier keine Roboter? Oh. Sind keine Roboter mehr drin. Das ist nicht gut. Wir stehen direkt neben der Basis. Bitte gib mir davon ganz viele. Wir sind hier im Abholbereich, richtig? Richtig. Müssten also gleich kommen. Gut.